Ja. Wir haben zum Glück sehr viele Quests, die die Stadt der Seelen betreffen. Rote Wüste, Portal zum Stadt, zur Stadt der Seelen, genau. Da wollen wir hin. Das hat sehr gut reingezoomt gerade. Verteidigt euch! Gut. Achtung! Zurück mit euch! Ach so, weil der Todsammler noch darum geiert. So, der Golemschädel und der Ochs. Hier oben kann ich nicht lang wegen den Türmen. Zurück mit euch! Ach ja, hier haben wir gestartet. Und ist jetzt alles voll mit ziemlich starken Zombies eigentlich. Verteidigt euch! Verteidigt euch! Okay, die fallen jetzt echt wie die Fliegen. Zurück mit euch! Wie gut ist unser Schutz vor Mentalmagie? Der ist auf Standard, schade. Zeit zu sterben! Kämpft! Wie stark sind die? Die sind in Stufe 40. Ah. Kämpft! Oh, da ist der Kobold, bei dem wir die Münze brauchen. Achtung! Oh, und da ist der Fechterwamster. Das ist ja mal praktisch. Also das letzte Teil von Cerbos Schutz. Der gibt schon einen schönen Bonus. So, speichern wir mal kurz. Haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr, deswegen wäre es sicher.
Kämpft! So, mal gucken, wie viel Damage macht ihr mir? Wenn ihr mir überhaupt Damage macht. Zurück mit euch! Verteidigt euch! Achtung! Zurück mit euch! Okay, ich kann einfach die Tür aufmachen, aber komm dann nicht weiter. Ja, deswegen heißen die geschützte Wächter, weil man nicht an sie rankommt. Das würde wahrscheinlich wirklich der Golem schaffen, den wir mit dem Bernstein machen können. Aber ich möchte wieder lieber den Obelix-Golem. Ja, ihr habt den Golem zusammengesetzt, aber bleibt reglos. Ihr erkennt in der Zeichnung auf dem Altar noch ein weiteres Teil, das in seine Brust eingesetzt werden muss. Es scheint das Herz zu fehlen, das den Golem zum Leben erweckt. Ihr seht zwei solcher Herzen, die im Sockel des Altars eingelassen sind. Eines der Herzen aus Bergkristall, das andere Herz aus Onyx. Daneben findet ihr Schriftzeichen. Sie besagen, dass der Golem durch den Bergkristall die Kraft der Erdmagie und durch den Onyx in schwarze Magie. Aber beide Herzen scheinen beschädigt zu sein. Dem Golem das Herz aus Onyx einsetzen. Ihr fehlt den gefundenen Onyx in das Den gefundenen Onyx in das Herz eines beginnt zu wispern und zu pochen. Ihr legt das Herz aus Onyx in die Brust des Golems. Der steht jetzt übrigens da hinten rum. Der Golem erhebt sich, schwarze Magie scheint seinen Körper zu umströmen und einen unüberwindlichen Schild zu binden. Ja. Jetzt haben wir hier unseren Einreiß-Golem. Entschuldigung fürs Überspringen. Ich dachte, da kommt vorher noch eine Auswahl. So, jetzt noch der letzte schwarze Turm. Mit denen werden wir ja auf den letzten beiden Maps noch unseren Spaß haben, mit den schwarzen Türmen. Sofort! So. Schnell! Ich habe Erfahrungspunkte erhalten. Auf meinem Befehl. Vorwärts! Vorwärts! Sofort! In die Schlacht! Verteidigt euch! Folgt mir! So, da ist der schlafende Traumdieb. Und da drüben müsste das Opfer sein. Auf mein Kommando! Mir nach! Zur Ehre Aonirs! Auf mein Kommando! In die Schlacht!
Stimmt, hier komme ich dann noch nicht weiter, weil ich den Traumdieb noch nicht besiegt habe. Bereit. Und los. Mir nach. In die Schlacht. Ja. Vorwärts. Folgt mir. Sofort. Zum Angriff. So, noch als erste Linienkämpfer weg, weil hier sind die stärkeren Jungs. Hier oben taucht dann der Aschekrieger auf, der die Schädelmünze mit sich rumträgt. Kämpft! Auf mein Kommando! Sofort! Schnell! Sofort! Mir nach! So, ein Tor voll seltsamer Runen. Den Runenschlüssel benutzen. So, das war der Schlüssel für den Hintereingang. Ach, behalten wir den erstmal noch. Ja, vorwärts! Zur Ehre Aonirs. Ach, die Gruftterrors. Auf mein Kommando. Und los! Bringen wir es zu Ende. Auf mein Mir Kommando. Nach. Vorwärts. Zum Angriff. Oh, praktisch der. Mir nach. Für die Rune. Achtung. Zurück mit euch. Der Gargoyle sollte sich gleich so drehen. Obwohl, bist du... Nein, du bist nicht die. Mist, dann müssen wir einfach weiter auf die einhauen. Bis sich der Gargoyle gedreht hat. Du bist nämlich die im Norden. Nein, du bist... Hä? Welche bist denn du? Jetzt ist gerade sie hier. Achtung! Bin gerade verwirrt. Sie ist die im Westen. Also wenn sie die da oben ist, dann dauert das noch eine ganze Weile. Bis der doofe Gargoyle sich weit genug gedreht hat. Achtung! Vorsicht! Sie kann zum Glück nicht viel.